Dann komme ich zu Tagesordnungspunkt 5, den ich hiermit aufrufe, zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU, der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, der Fraktion der SPD und der Fraktion der Freien Demokraten für ein zweites Gesetz zur Änderung des Hessischen Ausführungsgesetzes zum 12. Buch Sozialgesetzbuch mit der Drucksache 20-8530. Und für die Einbringung gebe ich dem Abgeordneten Pürsün das Wort, wenn ich die Reihenfolge hier richtig deute. Haben sich die Fraktionen darauf verständigt? Gut, dann Herr Abgeordneter Pürsün von den Freien Demokraten zur Einbringung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der vorliegende Gesetzentwurf folgt den richtigen Entscheidungen im Bundestag und im Bundesrat zur Einführung eines Sofortzuschlages für von Armut betroffenen Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Familien mit kleinen Einkommen sollen ab Juli dieses Jahres statt 209 Euro monatlich pro Kind bis zu 229 Euro erhalten, den sogenannten Kindersofortzuschlag. Weiterhin sieht der Gesetzentwurf für Transferleistungsbezieherinnen und Bezieher eine Einmalzahlung zwischen 100 und 200 Euro vor. Wenn wir von Armut betroffenen Kindern sprechen, sind es deutschlandweit 2,9 Millionen. In Hessen sprechen wir von 13,6% aller Kinder, die in Grundsicherung beziehenden Haushalten leben. Dazu kommen dann noch die Kinder in Familien mit geringen Erwerbseinkommen, bei denen ebenfalls ein höheres Armutsrisiko besteht. Schauen wir auf die Gruppe der als arm eingestuften Haushalte, sprechen wir in Hessen von einer Armutsquote von 17,4%. Für uns Freien Demokraten ist Armut vor allem vor dem Hintergrund unfairer Chancen ein Problem. Denn in der Realität sehen wir leider viel zu oft, dass sich Armut innerhalb von Familien vererbt. Es dauert hierzulande im Durchschnitt 6 Generationen, bis sich Nachkommen einer Familie von einem niedrigen zu einem mittleren Einkommen hocharbeiten können. Zum Vergleich: In den skandinavischen Ländern ist Aufstieg durch Leistung tatsächlich innerhalb von 2 Generationen möglich. Schuld daran ist vor allem die fehlende Durchlässigkeit im Bildungsbereich in Deutschland. Der schulische Erfolg von Kindern hängt in Deutschland noch immer zu stark vom Elternhaus und der sozialen Herkunft ab. Kinder und Jugendliche aus sozial- und einkommensschwachen Familien sind somit übermäßig benachteiligt. Diese Situation ist nicht hinnehmbar. Das Einkommen der Eltern darf unter keinen Umständen über das Leben und im ersten Schritt den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen entscheiden. Daher setzen wir Freie Demokraten uns auch schon seit langer Zeit für ein Kinderchancengeld ein. Dieses enthält neben kindesbezogenen Leistungen auch ein Chancenpaket mit Angeboten für bessere Chancen, Bildung und Teilhabe. Einem solch umfassenden Paket wird der vorliegende Gesetzentwurf noch nicht in Gänze gerecht. Dessen bin ich auch mir bewusst. Genau, die Linke ist gerade aufgeregt. Im Koalitionsvertrag ist die Kindergrundsicherung für bessere Chancen für Kinder und Jugendliche jedoch bereits verankert. Das ist ein sehr guter Punkt im Koalitionsvertrag, den DIE LINKE ja auch mal eingestehen könnte. Bis eine solche Kindergrundsicherung verabschiedet und eingeführt ist, greift jedoch die nun vorliegende Übergangsregelung. Denn worum es hier geht, ist eine schnelle Lösung in der aktuell schwierigen Situation. Wir alle wissen, dass vor allem von Armut betroffene einkommensschwache Familien sowie insbesondere Kinder und Jugendliche in der Pandemie besonders gelitten haben. Zudem sind diese Gruppen übermäßig von den aktuellen Preissteigerungen betroffen. Hier ist eine zielgerichtete und zügige Entlastung der Betroffenen notwendig. Der vorliegende Gesetzentwurf setzt die von der Ampel beschlossenen Sofortzuschläge für von Armut betroffene Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene um. Wir folgen daher der richtigen Anregung aus Berlin. Ich bin sehr froh darüber, dass die demokratischen Fraktionen des Landtages gemeinsam diesen Gesetzentwurf vorlegen. Wir sind es den von Armut betroffenen Kindern und Jugendlichen dringend schuldig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Pürsün. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abgeordnete Schad das Wort.
Ich war gerade abgelenkt. Ansonsten möchte ich noch mal um Ruhe bitten. Das hat immer so schön geklappt, dass wir zum Reden rausgehen. Vielleicht können wir das beibehalten. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mehr als 1,7 Millionen Kinder sind in Deutschland auf die Grundsicherung der Eltern angewiesen. Und Studien zeigen, dass sich in den letzten 5 Jahren zwar die materielle Versorgung von Kindern in der Grundsicherung verbessert hat, der relative Unterschied zu Kindern in gesicherten Verhältnissen, der ist jedoch leider bestehen geblieben. Und im Klartext heißt es, dass für diese Kinder im Vergleich zu ihren Schulfreunden der Schwimmbadbesuch, das Eis am Ende des Monats oder der Kinobesuch ausfallen müssen. Und in einem größeren Kontext bedeutet das auch, dass ein sozialer Aufstieg für die betroffenen Kinder besonders schwer ist. Der Kollege Pürsün hat ja gerade darauf verwiesen. Diesen Kindern eine Perspektive zu geben, gelingt aber nicht alleine dadurch, dass wir die Sozialleistungen weiter erhöhen. Das zentrale Mittel, die Grundsicherung zu überwinden, bleibt die Beschäftigung. Und hier sind wir in Hessen mit weiter sinkenden Arbeitslosenzahlen auf einem guten Weg. Und eine weitere Grundvoraussetzung für mehr Chancengerechtigkeit ist gute Bildung. Und das ist ja eben auch schon angeklungen. Wenn jedes Kind eine Chance auf gute Bildung hat, erhöht das die Möglichkeiten auf sozialen Aufstieg deutlich. Das ist am Ende wirksame Sozialpolitik, und dem fühlen wir uns hier auch in Hessen verbunden und verpflichtet. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim heutigen Gesetzentwurf geht es um die 1.900 Kinder und Jugendliche in Hessen, die einen Anspruch auf Sozialhilfe haben, weil ihre Eltern den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften bestreiten können. Das sind Familien, die unter der Inflation, den Preissteigerungen, den höheren Spritpreisen ganz besonders leiden. Das sind Familien, die schon bisher keine großen Sprünge machen konnten und deren Portemonnaie am Ende des Monats nun noch leerer ist. Und daher ist es grundsätzlich auch zu begrüßen, dass sich die Bundesregierung auf einen Sofortzuschlag für Kinder und Jugendliche in der Mindestsicherung geeinigt hat. Jeden Monat 20 Euro mehr. Das ist in gewisser Weise auch eine Fortführung der Politik der letzten Bundesregierung, die zur Abfederung der Corona-Auswirkungen unter anderem mit dem Sozialschutzpaket 3 den Zugang zu den Mindestsicherungssystemen vereinfacht und damals Erwachsenenleistungsbeziehern einen Einmalzuschuss von 150 Euro ermöglicht hat. Aber bei einem ganz zentralen Unterschied in der Ausgangslage. Denn damals war die Inflation deutlich niedriger. Jeden Monat 20 Euro mehr heißt in aktuellen Zeiten eben leider nicht, dass sich jedes Kind für diese 20 Euro auch mehr leisten kann. Gerade in diesen Tagen ist die neue Zahl für Mai gekommen. Die Inflation steigt auf 7,9%. Besonders drastisch sind die Steigerungen in den Bereichen, die das ganz normale Leben berühren. 38% höhere Energiepreise und 11% höhere Lebensmittelpreise zum Vorjahresmonat. Und es bedeutet im Durchschnitt alleine bei den Lebensmitteln für jeden Einzelnen jährliche Mehrausgaben von über 250 Euro, Tendenz steigend. Die 20 Euro verpuffen vor diesem Hintergrund weitgehend. Wir können uns alle vorstellen, wie die Tonlage vor diesem Hintergrund wäre, wenn die SPD im Bund in der Opposition wäre. Sie würde die 20 Euro als völlig unausreichend geißeln. Sie würde Sturm laufen angesichts der Tatsache, dass die Energiekostenpauschale nicht für Studenten, Rentner und Azubis gilt. Und das, um nur zwei Beispiele zu nennen. Wir werden jetzt Zeuge von sozialdemokratischer Realpolitik im Bund, die wieder mal meilenweit hinter der eigenen Rhetorik zurückbleibt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dieses Mal können Sie es nicht auf die Union schieben. Aktuell erleben wir einen Preisschub nach dem anderen. Schon jetzt wissen wir, dass dies eine ganze Weile lang so weitergehen wird. Längst haben die Preiserhöhungen eine Eigendynamik entfaltet. Zahlreiche Wirtschaftsakteure in Deutschland schlagen drauf, wo es nur geht. Die Undurchschaubarkeit der aktuellen Preisbildung wird teilweise genutzt, um die Margen deutlich zu erhöhen. Und jetzt zitiere ich: Die Scham, Preise zu erhöhen, ist gefallen. Früher war das erklärungsbedürftig. Heute wundert man sich schon fast, wenn die Preise nicht steigen. Zitat Ende. Das sagt der Volkswirt Friedrich Heinemann. Haben Sie dazu schon etwas von SPD-Kanzler Scholz oder Sozialminister Heil gehört? Wo bleibt das Auflehnen gegen ungerechtfertigte Preiserhöhungen? Wo bleibt die Parteinahme für den Personenkreis, über den wir heute reden? Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sozialdemokratie ist ein Ausfall auf ihrem traditionellen Feld. Und das haben die Menschen in Nordrhein-Westfalen ja bei der Wahl Ihnen auch deutlich vor Augen geführt. Die CDU-Fraktion wird dem Ausführungsgesetz natürlich zustimmen. Es bleibt aber festzuhalten, dass das erste Jahr unter sozialdemokratischer Führung für Empfänger staatlicher Hilfen finanziell ein sehr trübes Jahr wird. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schad. Also der Abgeordnete Schad ist fertig. Zwischenrufe machen jetzt keinen Sinn mehr. Und ich würde jetzt der Abgeordneten Gnadl von der SPD-Fraktion das Wort geben. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich war jetzt doch etwas irritiert, auch über die Rede von Herrn Schad. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wurde die Vergangenheit etwas verklärt, was die letzte Regierung in Berlin angegangen ist. Also ich sage mal, die Kindergrundsicherung, die könnten wir schon viel früher haben. Die ist ja jetzt erst durch die neue fortschrittliche Regierung aus SPD, Grünen und FDP möglich in Berlin. Und dafür wollen wir den ersten Schritt gehen, auch mit dem heutigen Ausführungsgesetz. Also insofern bin ich doch schon etwas irritiert. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, ja, dass es uns möglich ist, heute hier im Landtag auch diesen gemeinsamen Gesetzentwurf einzubringen und damit unseren Beitrag auch hier in Hessen dazu zu leisten, diesen Kindersofortzuschlag eben zu ermöglichen für die Kinder, die hier in Hessen wohnen und von Armut betroffen sind. Und das ist doch erstmal ein gutes Signal am heutigen Tag. Und deswegen habe ich gute Laune. Wundert mich etwas, dass die bei der CDU im Laufe des Tages etwas verloren gegangen ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, es ist heute eine rein formale Voraussetzung, die wir beschließen müssen. Sie ist zwingend erforderlich, damit ab dem 1. Juli 2022 die von Armut betroffenen Kinder 20 € zusätzlich im Monat erhalten. Und davon profitieren alle Kinder, die in Armut aufwachsen, die von Grundsicherung leben und deren Eltern wenig verdienen und deswegen den Kinderzuschlag erhalten. Und das ist doch erstmal ein gutes Signal. Und für uns ist das, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein wichtiger Zwischenschritt. Ja, wir sind noch nicht am Ende unserer Reformen. Es sind noch strukturelle Reformen notwendig. Die sind im Koalitionsvertrag festgehalten. Und da haben wir uns auch in Berlin schon auf den Weg gemacht. Aber das eben heute ist ein wichtiger Zwischenschritt. Und das Geld muss jetzt schnell und unbürokratisch kommen und so lange ausbezahlt werden, bis es endlich auch zu einer Kindergrundsicherung gekommen ist. Und daran arbeiten wir gemeinsam in Berlin in der Koalition. Und wie schon gesagt, diese strukturelle Reform war vorher in der anderen Regierungskonstellation nicht möglich. Jetzt ist es möglich, und das ist gut und wichtig. Denn wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass alle Kinder in unserem Land sicherer leben können, gesund aufwachsen können und dass eben der individuelle Finanzbedarf, dass es nicht nur darum geht, sondern eben auch um eine institutionelle Förderung für Bildung, für Teilhabe in Kitas, Schulen und bei allen weiteren Angeboten zur Teilhabe am Leben. Kinder dürfen eben kein Armutsrisiko sein. Und Familien dürfen nicht auf Grundsicherung angewiesen sein, weil sie Kinder haben. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt will ich noch einmal einen Punkt ansprechen, der uns sicherlich alle betroffen macht. Ja, jedes vierte Kind in Hessen ist von Armut betroffen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist unerträglich. Und deswegen müssen wir auf allen politischen Ebenen, von den Kommunen über die Länder bis hin zum Bund, alle Maßnahmen ergreifen, um eben dagegen zu kämpfen, dass Kinder in Armut aufwachsen. Und deswegen ist es notwendig, auf allen Ebenen Maßnahmen zu ergreifen, damit die Armutsspirale durchbrochen werden kann, damit Armut eben nicht weiter in den Familien vererbt wird und damit die Armuts- und Reichtumsentwicklung, die gerade auch hier in Hessen besonders weit auseinandergeht, damit diese Spirale und dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft, dass das entsprechend bekämpft werden kann. Und dafür stehen wir. Und gerade jetzt ist dieser Baustein, den wir heute beschließen wollen, besonders notwendig. Nach 2 Jahren Corona-Pandemie. Und
Natürlich waren viele Menschen von der Corona-Pandemie betroffen, aber viele eben auch mehr als andere. Und besonders hart betroffen waren eben Familien mit geringem Einkommen, waren Familien mit Kindern. Und die Folgen durch Schul- und Kitaschließungen, die werden bei vielen Kindern und Jugendlichen eben noch weiterhin anhalten. Gerade letzte Woche war ich am EU-Projekttag an der Schule in meinem Wahlkreis. Und da haben die Schülerinnen und Schüler noch einmal besonders auch darauf verwiesen, wie unterschiedlich eben die Bildungschancen sind und wie sich diese Unterschiedlichkeiten eben durch die Corona-Pandemie verschärft haben, weil nicht alle eben die gleichen Lernbedingungen haben. Ja, auch schon vor der Corona-Pandemie hatte nicht jedes Kind die gleichen Lernbedingungen, aber es hat sich eben durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft. Und Sie haben noch einmal eindrücklich auch einfach uns als Politikerinnen und Politiker mitgegeben, dass wir sie nicht vergessen dürfen und dass wir darauf achten müssen, dass eben diejenigen, die in den letzten Jahren total abgehängt wurden, dass die besondere Unterstützung bedürfen. Denn diese soziale Spaltung, die wurde durch die Corona-Pandemie noch weiter verschärft und durch die Folgen des Ukraine-Kriegs wird natürlich auch diese Spaltung noch weiter vorangetrieben, weil durch die Steigerung der Preise eben auch die Menschen unterschiedlich betroffen sind. Und deswegen ist es gut, bei allen wichtigen Entlastungspaketen, die es jetzt auch im Bund gegeben hat, dass eben auch die Weichen für die Zukunft gestellt werden und dass es strukturelle Veränderungen eingeschlagen werden. Denn Einmalzahlungen ist das eine, aber die strukturellen notwendigen Veränderungen, auch im Hinblick auf die Kindergrundsicherung, die sind doch notwendig, damit eben Armut nicht weiter vererbt wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und mit der Kindergrundsicherung wird es dann hoffentlich bald eben eine eigenständige Leistung für Kinder geben, die automatisch ausgezahlt wird und die eben auch das Einkommen der Eltern berücksichtigt und bei der eben diejenigen, die wenig Geld haben, auch mehr Unterstützung bekommen als diejenigen mit hohen Einkommen. Aber mit der Kindergrundsicherung wird es nicht nur bei einer reinen Geldleistung bleiben. Es geht nämlich um Bildung und Teilhabe, um Mobilität, um Freizeitgestaltung. Denn wir wollen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich Kinder frei entwickeln können, damit die soziale Herkunft eben kein dauerhaftes Schicksal ist. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, will ich es an dieser Stelle noch einmal bekräftigen, kein Kind darf zurückgelassen werden. Frau Abgeordnete Gnadl, das war ein schönes Schlusswort. Ja, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Alle Kinder müssen die gleichen Chancen haben. Dazu wollen wir hier gemeinsam in einem ersten Schritt hin zur Kindergrundsicherung heute dieses Gesetz beschließen. Und ich würde mich freuen, wenn wir mehr davon für Hessen bekommen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Gnadl. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt der Abgeordnete Bocklet das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung hat der Landesregierung eine Hausaufgabe aufgegeben. Sie muss nämlich eine landesgesetzliche Regelung zu der Frage treffen, wie wir den Sofortzuschlag umsetzen können. Und deswegen mussten wir einen Gesetzentwurf vorlegen. Und ich bin der Fraktion SPD und Fraktion Freie Demokraten dankbar, dass Sie diesen Regierungsentwurf mit unterstützt haben. CDU, Grüne, SPD und FDP tragen dieses Gesetz mit. Ich bin sehr dankbar dafür, dass es uns dadurch schnell gelingt, diesen Sofortzuschlag noch im Juli auszuzahlen. Herzlichen Dank an dieser Stelle dafür. Wir haben diese Hausaufgabe und diesen Sofortzuschlag deshalb, weil die Bundesregierung erkannt hat, dass Kinderarmut ein nicht haltbarer Zustand ist und alles dafür getan werden muss, damit Kinderarmut bekämpft wird. Kinderarmut hat verschiedene Symptome. Eine ist die materielle, die andere ist die Bildungsarmut oder Teilhabearmut. Soziale Kompetenzen, soziale Kontakte fehlen. Und dieser Teil der materiellen Bekämpfung von Kinderarmut geht die Bundesregierung an. Sie plant die Kindergrundsicherung. Und da sie komplex ist, ich will Ihnen auch sagen, warum,
weil die Bundesregierung im Koalitionsvertrag und die sie tragenden Fraktionen vereinbart haben, dass sie in einem Neustart der Familienförderung die bisherigen finanziellen Unterstützungen wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II und XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabepakets sowie den Kinderzuschlag zu einer einfachen und automatisiert berechneten, auszahlbaren Förderleistung zusammenfassen wollen. Das ist, und diese Kindergrundsicherung soll dabei zwei Komponenten haben, einen einkommensunabhängigen Garantiebetrag, der für alle Kinder und Jugendliche gleich hoch ist und von einem Elterneinkommen unabhängig ist. Und dann gibt es noch einen zweiten, der von Elterneinkommen abhängig ist, ein gestaffelter Zusatzbeitrag, der auch mit den Anspruchsberechtigten erhalten diese Leistungen dann direkt. Es soll also auch automatisiert werden, unbürokratisch werden. Und dass dieser Prozess, dieses zu errechnen, ein komplexer Vorgang ist, ich habe in der Bundestagsfraktion noch einmal nachgefragt, wird voraussichtlich im nächsten Jahr 2023 in den Bundestag eingebracht und wird zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Das wird eine umfassende Reform sein, die materiell deutliche Verbesserung für die Kinder in diesem Land bedeuten, dass sie deutlich mehr Geld in der Tasche haben und damit auch die Teilhabe möglich ist. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Signal, eine sehr gute Entscheidung der neuen Bundesregierung. Und weil der Weg dorthin noch sehr lange ist, finde ich, ist es eine kluge Entscheidung, in einem ersten, sagen wir es mal, Inflationsausgleichabschlag, einen Sofortzuschlag von 22 Euro schon jetzt zu beschließen. Das hat die Bundesregierung getan. Wir Länder müssen das mit diesem Gesetzentwurf umsetzen, weil wir müssen einen Träger bestimmen für die neue Leistung. Und die Trägerbestimmung wird in Hessen so gemacht, dass die Landkreise und kreisfreie Städte als örtliche Träger der Sozialhilfe bestimmt werden. Dadurch ist es möglich, schnell diese 20 Euro auszuzahlen. Deswegen sage ich schon einmal präventiv für meine Nachfolgerin, die hier bald reden wird, wir wollen hier kein Hartz IV Light. Die Presseerklärung der Linken ist schon online, deswegen kann ich dazu Stellung nehmen. Sie sagen, Sie würden ein Hartz IV online wollen. Keiner will ein Hartz IV online. Wir wollen eine materiell deutliche Verbesserung, eine Bündelung von vielen Leistungen zu deutlich mehr Geld für Kinder. Und das ist ein wirklich kluger Fortschritt. Nein, ja, die PM ist online, Entschuldigung. Die PM ist online und das Hartz ist light. So rum, jetzt haben wir. Vielen Dank, Herr Dr. Hahn. Ich danke Ihnen für den Zwischenruf, dass ich das klären konnte. Aber das ist kein kleiner Schritt, sondern diese Reform der Grundsicherung für Kinder ist ein enormer Fortschritt für viele Familien und wird dazu beitragen können, dass kein Kind zurückgelassen wird und dass es deutlich bessere Chancen hat, an dieser Gesellschaft, an vielen Angeboten teilzuhaben. Dankeschön.